zu verbrennen und in sich zusammenzubrechen bringt. Also, ich glaube, ich übertreibe kaum, wenn ich sage, dass das mit der schönsten gotischen Kathedrale der Welt handelt. Sie steht in Paris. Paris ist, Frankreich ist ein zentralistisches Land. Die Zentrumsmetropole der Hauptstadt ist der Mittelpunkt viel mehr als zum Beispiel Berlin der Mittelpunkt von Deutschland wäre. Und dann ist eben die Ile-de-Cité, die Stadtinsel, das Zentrum von Paris, und im Zentrum dieser Stadtinsel steht Notre Dame. Wie gesagt, alle Entfernungen in ganz Frankreich werden von einer Statue aus gemessen, die vor der Kathedrale steht. Es ist wirklich das Herz von Paris, das Herz des Landes. Es ist die wichtigste katholische Kathedrale in Frankreich. Sie ist weltberühmt. Sie zieht Millionen Besucher an jedes Jahr. Und sie ist ein Symbol, selbstverständlich für Paris, für die älteste Tochter der Kirche, der katholischen Kirche, wie sich Frankreich nennt. Also der Symbolwert von Notre Dame de Paris, der kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und ich hatte das eben schon mal erwähnt, der Frankreichs Nationalpoet Victor Hugo hat Notre Dame ein ganzes Buch gewidmet. Dieses Symbol steht in Flammen, das sehen wir nach wie vor hier mit Live-Bildern aus Paris und zumindest aus deutscher Sicht gibt es jetzt ein weiteres Statement. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich gerade eben geäußert und diese unterstützenden Worte will ich auch nochmal auch in Richtung Paris schicken. Er schreibt, meine Gedanken sind bei unseren französischen Freunden. Wir hoffen, dass möglichst viele Teile des reichen kulturellen Erbes erhalten werden können. Denken an alle Einsatzkräfte, die hoffentlich bei ihrer wichtigen und selbstlosen Arbeit unverletzt bleiben. Soweit also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich vor wenigen Augenblicken hier geäußert hat. Und wenn wir jetzt nochmal über die Einsatzkräfte sprechen, dann möchte ich nochmal zu Ihnen kommen, Herr Zietze. Wenn man jetzt damit